In der Stadtbibliothek in Salzgitter-Lebenstedt geht es farbenfroh in die dunkle Jahreszeit. Fünf Künstlerinnen aus dem Braunschweiger Raum stellen ihre Werke aus. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen erstmal in dieser wunderschönen Stadtbibliothek. Heute mit dem Thema Erlesenes sehen. Ich denke, das ist hier natürlich immer ein Thema, weil Bücher natürlich immer die Welt eröffnen können, die Welt auch des Autors. Und hier heute aber nicht die Welt des Autors zu eröffnen, natürlich die auch, aber auch die Welt oder das Gesehene der Künstlerin. Es ist vor allem die Vielfalt und die üppige Farbigkeit, die dem Betrachter entgegentritt. Die Bilder laden einen zum Verweilen und geben der Fantasie freien Raum. Die abstrakten Arbeiten bieten hierzu eine ideale Projektionsfläche und sind besonders gut geeignet, die eigene Vorstellungskraft anzuregen. Jede Künstlerin hat ihre eigene Thematik und ihren eigenen Stil. Mein Name ist Carla Döring-Wagermeier. Ich bin Mitglied des Projekts 38. Projekt 38 ist eine Künstlertruppe, die 2006 gegründet worden ist und hier in der Bibliothek Salzgitter-Lebenstedt findet unsere 10. Ausstellung statt. Wir haben uns an der HBK in Braunschweig kennengelernt. Sind 4 Frauen. Heute gibt es hier noch eine Gastausstellerin. Und weil wir eben alle aus dem Großraum Braunschweig gekommen sind, haben wir uns Projekt 38 nach der Postleitzahl genannt. Ja, der Titel der Ausstellung ist jetzt Erlesenes Sehen, absichtlich ganz groß geschrieben. Also Erlesenes Großbuchstaben, Sehen Großbuchstaben. Sie können jetzt selber interpretieren, ob das Erlesene das Wichtige ist oder das Sehen das Wichtige ist. Ich denke, in der Bibliothek kann man sowas ganz gut unterbringen. Und manche Sachen sind auch wirklich auf Literatur ausgelegt.
Die sehenswerte Ausstellung ist noch bis zum 3.1.2015 in der Stadtbibliothek in Salzgitter-Lebenstedt zu sehen.